Wir starten rein in eine weitere Welt Arena Video und wir werden jetzt mal, ich lasse jetzt mal Tomo weg. Ich mache zwar Hey Gang First Pick für den Fall der Fälle, aber ich werde mal mit Oliver spielen, okay? Außer er pickt jetzt First Pick Oliver. Chroma. Krogan geht ja theoretisch auch durch Chroma, was die Passive zumindest angeht. Hier dieses, eine Chance für kritische Treffer zu erleiden, 50%. Dadurch müsste der Krogan ja theoretisch gehen. Boah, ich hoffe du, ne? Ja, okay, jetzt kommt Edna und Neftis. Neftis ist okay, ich glaube ich. Douglas? Ja, Douglas. Douglas, die Passive. Ich weiß nicht, geht die Passive da durch? Ich hoffe. Ich weiß es nicht. Ja, die Leader sind so toll. Der hat, glaube ich, keine 100 Crit. Ja, gehen wir auf die Crit, komm. Okay. Wird er schneller sein? Oliver gebannt. Ich hoffe, wie gesagt, dass der Dings da durchgeht. Der Krogan durch die Passive von Douglas. Das weiß ich, das habe ich nicht getestet. Machen wir trotzdem, auch wenn ich eine reinkriege. Wir kriegen leider keinen Deathbreak, nirgendwo. Ja, ein bisschen nervig. Kriegt aber auch keinen Stun. Das ist fein. Okay. Okay, Schaden war süß, aber okay. Carlos kommt dran. Carlos nutzt den da. Gut. Das war gut. Okay. Interessant. Dann nutzt Carlos die da. Carlos nutzt die da gleich. was hast du jetzt gegen Carlos? Hör mal. Kannst du mal Carlos in Ruhe lassen und mal Stun? Ja, gutes Stun. Das ist fein. Carlos nutzt gleich die da. Ach, weißt du was? Wir nutzen erst die da. So, jetzt nutzen wir die da. Okay. Ach ja. Carlos ist funny, Alter. In der A-Team. Also so, wenn man so auf einen schnellen Kill aus ist. Ob er mich jetzt gekillt hätte, also Douglas jetzt die Edna gekillt hätte oder ähnliches, ey, das wäre ja egal. Hätte ich einen Deathbreak gelandet, hätte Krogan wahrscheinlich auch einen gekillt. Ja, hier gegen Miles habe ich immer ganz gerne ihn hier. Wegen dem Slow auch unter anderem. Ah, auch gegen den auch nicht schlecht. Nur auch schon sagen. Okay. Ha. Huh. Das könnte aber schon eher eine Teamart dafür sein, tatsächlich. Ich meine, ich habe keinen Deathbreak. Also, ich habe einen Deathbreak. Wir nehmen Krogan. Aber. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich bannen will. Also, wenn jetzt Juno kommt, bann ich Juno. Douglas wieder. Okay, Douglas habe ich eben nur durch Carlos besiegt. Deswegen werde ich Douglas bannen, weil ich weiß nicht, ob der da durchgeht. Ich weiß es nicht. Das müsste ich mal testen. Ich weiß es nicht. Oh, der bannt Krogan. Sowieso, okay. Da. Oh, ich hätte eigentlich Douglas drin lassen können. Ich hätte Wähler bannen sollen. Wisst ihr auch warum? Ja, wobei ich habe noch Oliver da stehen. Das ist doch mein Vorteil. Hab noch Oliver da stehen. Er muss nun treffen. Kriegen wir einen Deathbreak? Nope. Kannst du treffen, die Ablenkzeit hier? Gut. Okay. Der ist slow. Das ist gut. Tricks. Genius, Alter. Ach, Gott sei Dank, Alter. Okay. Machen wir Stun. Ja, gutes Stun. Okay, Stun, sagen wir es mal so. Branding. Oh, Stun sogar. Boah, ist der auf Revenge? Ich weiß es nicht. Ich traue mich nicht. Aber vielleicht kriegen wir ein bisschen die Bar hier. Ja, die Ablenkz. Oh, der lebt noch. Shit. Oh, ich lebe aber auch noch. Oh, ich lebe aber auch noch. Okay. Fire Monkey ist auch so hart nervig, ne? Ja. Oh, okay. Ob das so smart war? Okay. Okay. Ja, kill Gianna. Einen von denen wirst du jetzt eh gleich Gianna killen, sag ich ja. Ich glaube, Miles mir erstmal egal. Kriegen wir einen Pushy? Schade. Okay, das ist gut. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Stun. Okay, wir killen. Das ist gut. Ja. Okay, Oliver ist dran. Ich brauche hier. Okay, ich kritte sogar. Nice. Dann könnte er Dead sein. Sehr schön. Dann nehmen wir hier die Bar. Der dürfte noch nicht ready sein.
Okay, jetzt ist egal. Jetzt killen wir erstmal den. Oh, fuck. Ist egal, Stun. Shit, ich hab Angst. Kriegen wir hier einen Stun? Schade. Weil der killt jetzt gleich Oliver wahrscheinlich. Ich habe ihn nicht getroffen, ne? Ich gehe nochmal rein. Oh, fuck. Pushback. Egal, wir scheißen auf Miles. Ich gehe erstmal da drauf. Der wird jetzt hier den Dings töten, den Oliver, aber ich glaube, das ist okay. Ich hoffe, es ist okay. Er muss nur einen Slow oder sowas landen. Komm schon, kill den Wähler. Okay. Ohne wie ich am Slow gelandet. Okay, er proggt, aber das ist überhaupt nicht fein. Stun? Wo ist der Stun? Tricks? Der einzige Vorteil ist, er heilt nicht. Der stunt nur wie ein Dummer und proggt wie ein Dummer, Alter. Stun! Mann, Tricks! Okay, stun den jetzt! Fuck! Stun! Ein Stun! Oh, Gott sei Dank. Ich sage, ein Stun! Oh! Das ist auf jeden Fall kein Grogan-Matchup. Das ist wahrscheinlich eher ein Serato-Matchup tatsächlich. Oder eine Chroma-Matchup. Es könnte auch ein gutes Chroma-Matchup sein tatsächlich. Aber mit Serato habe ich bessere Solo-Chance. Deswegen machen wir das so. Natürlich bannt er den. Okay, ja, das machen wir halt trotzdem. Damit das raus ist. Für die Reste jetzt hier. Naja, das ist fein. Nee, das brauchen wir nicht. Ich mach mal hier ein Pushback. Okay, das machen wir jetzt nämlich mit dem hier. In der Hoffnung, dass wir einen Deathbreak irgendwo landen. Nirgendwo. Danke dafür. Kriegen wir hier erstmal die Ablenkzeit, dass er mich nicht nervt. Gut. Okay. Kriegen wir hier einen Stun. Nee, ein Pushback. Kriegen wir ein Branding? Ja. Kriegen wir hier die Ablenkzeit? Nope. Kriegen wir nicht. Okay. Ja. Ich liebe Josephine. Josephine ist ein tolles Ding. Er ist auf Vio. Der könnte procken. Oliver? 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 Ah. Ist aber nicht ready, ha? Huh? Bist aber nicht ready. Du Lutscher, ein kleiner Pushy. Okay. Okay. Der wird das nicht machen. Oh, der ist so auf Vio. Krass, okay. Er ist dran. Sie, okay. Kein Provo, das ist gut. Der ist aber noch ready mit dem dritten. Genau, kein Stun, please. Okay, du kannst nichts machen. Wer ist dran? Chandra. Okay. Ja. Boah, Chandra, ich hoffe, Chandra nerven die im nächsten Balance-Patch. Das ist so nervig, Alter. Diese Chandras, ey. Ei, ei. Brockt doch jede Runde, Alter. Oh, okay. Hätte nicht damit gerechnet, dass der Oliver bannt. Okay, interessant, aber okay, ich nehm's hin. Ja. Bin gespannt, keine Ahnung. Junos nerven halt auch richtig hart, ne? Okay, der ist auf Nam, ich hab's gesehen. I have seen it. Okay. Alles oder nichts. Entweder treffe ich ihn oder nicht. Okay. Ist okay. Ich habe da ja auch noch einen Heygang stehen. Ist schon fein. Heygang. Okay. So. Erstmal der da. Der ist nerviger. Jetzt kommt der AOE-Stun. Außer auf Serato und auf Heygang. Ein Glancing, Alter. Okay. Er kriegt jetzt die Bombe. Bob zu sehen. Mhm. Aber I'm still alive. Auch wenn er Proc. Oh, Revenge, ne? Revenge ist auch so die größte Rotze. Okay. Ach, Smicers, ey. Smicers, ne? Sind auch große Rotze.
Naja, YOLO. Okay. Ist der schon wieder ready? Nee, silent. Okay. Pushback. Okay. Es geht auf Gianna. Oh, wieso kriegt Gianna immer einen Stun rein, Alter? Jedes Mal. Ja, ich habe eine Sierra gebaut, by the way, aber sie hat keine Artefakte. Ich hoffe, man merkt nicht, dass sie keine Artefakte hat, Alter. Okay. HP Feuer war klar, dachte ich mir schon. Ich war am Überlegen, Vela oder Monkey oder so zu bannen, aber ich war mir nicht sicher, was ich bannen will, deswegen, naja. Egal. Okay. Also schauen wir mal. Ich glaube, wenn Monkey dead ist, haben wir ein gutes oder das stärkste Potenzial. Ein gutes Potenzial zu gewinnen, wollte ich an der Stelle sagen. Ja, ja. Ein gutes Potenzial zu gewinnen. Gehen wir hier bitte. Oh Mann! Okay, er prockt immer nicht. Okay. Prockt immerhin nicht. Okay. Jetzt kommt das Schild. Ja. Leo. Okay, die kann halt nicht progge. Okay, du hast jetzt gleich noch einmal die Chance, du Lutscher. Du könntest procken, aber du wirst nicht procken. Bitte, treff ihn! Danke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Okay. Ich bedanke mich. Haut rein.